Lassen Sie mich erstmal jetzt die fünf über die Bühne kriegen. Also, ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 5 auf. Reihenfolge der Vertretung durch die Beigeordneten haben wir auch schon 10-mal diskutiert. Ich habe Wortmeldung oder einen Antrag SPD, der eingebracht werden kann. Und dann habe ich eine weitere Wortmeldung, Herr Laczynski, und vielleicht können wir auf die Fraktionsrunde verzichten. Bitte schön, Frau Frohwieser. Ich glaube, der Änderungsantrag der SPD-Fraktion ist hinreichend bekannt. Wir haben auch schon oft genug darüber gesprochen. Aus Sicht meiner Fraktion hat sich an dem Stand, den wir beim letzten Mal hier besprochen haben, nicht viel verändert. Insofern stellen wir erneut den Antrag, Frau Christine Kaufmann als erste Beigeordnete, also die Plätze von Herrn Donhauser und Frau Kaufmann, zu tauschen. Sie können sich versichert sein, Kollegin Arnert. Natürlich sind wir auch vorher, vor der letzten Stadtratssitzung, schon mit der Kollegin Kaufmann im Kontakt gewesen. Gut, dann habe ich eine weitere Wortmeldung, Herr Laczynski. Ja, auf die umfangreiche Rede würde ich jetzt vielleicht verzichten. Ich würde, wie auch beim letzten Mal, die punktweise Abstimmung beantragen Ihrer Vorlage. Und weiterhin würde ich auch als zweites noch die geheime Abstimmung beantragen. Also, punktweise können wir machen. Geheim gibt es keinen Grund, warum das geheim sein soll. Insoweit halte ich das für unzulässig. Und insofern machen Sie? Es handelt sich ja hier dennoch um Personalentscheidungen. Und bei Personalentscheidungen besteht durchaus die Möglichkeit, dass man diese auch geheim abstimmen kann, um vielleicht gegebenenfalls persönlichen Nachteil des Abstimmens zu verhindern. Na, hier geht es nicht um eine Personalentscheidung, sondern eine Reihenfolgefestlegung von gewählten Beigeordneten. Insoweit sehe ich das nicht. So, meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Änderungsantrag der SPD. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Und 0 Enthaltung, damit abgelehnt. Wir kommen zur Abstimmung über die Vorlage, und das war punktweise beantragt. Also gehen wir Punkt für Punkt durch. Wer für den Punkt 1 ist, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Enthaltung, damit so angenommen. Wer für den Punkt 2 ist, den bitte ich um das Stimmzeichen jetzt. Damit auch so beschlossen. Wir kommen zum Punkt 3. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Damit auch beschlossen. Wir kommen zum Punkt 4. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Damit so beschlossen. Wir kommen zum Punkt 5. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.
13 Nein, eine Enthaltung, damit so beschlossen. Und dann bleibt noch Nummer 6 übrig. Wer für den 6 ist, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 16 Nein, 4 Enthaltungen, damit auch so beschlossen, damit in der kompletten Reihenfolge jetzt so absolviert. Ich bedanke mich ganz herzlich, freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen 6 natürlich und gerade auf die Erstgenannten kommt natürlich jetzt noch etwas mehr Verantwortung zu in der Vertretungsreihenfolge der Stadt.